Sieht so aus, dass Fox reinrennt und Steve baut Wände. So wie jedes Matchup. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keine. Doch, es gibt mittlerweile Füchse in Minecraft. Ich glaube, die rennen nur vor dir weg. Okay, die Blöcke kann ich mir nervig vorstellen für Fox. Da will er eigentlich viel Ground Up mit haben. Ah, ich erinnere mich an das Matchup. Das habe ich auch Woche 1 oder so gelernt. Dass das geht. Okay, das erklärt, warum es doch eben ist. Sehr even bisher. Und die Blöcke. Ich weiß nicht, ob er da so oder so hochgekommen wäre. Wahrscheinlich schon. Fox kommt eigentlich von fast überall wieder hoch, aber nicht gegen Blöcke. Ist auch so eklig gewesen mit Les. Einfach immer gegen die Blöcke knallen. Aber er holt auch den Stock. Bei Matchup sagen so. Ist auf jeden Fall dead even. Kann mir vorstellen, wenn das Match so beginnt, dass Steve eben nicht seine Blöcke überall hat, dann sieht es so sehr aus, als würde Fox ziemlich das Match dominieren. Aber wenn dann einmal wieder Combo gegen kommt, durch sein Fast-Falling-Charakteristik, scheinen die ganzen Steve-Kombos sehr gut zu klappen. Ist ja zumindest noch kein Diamant da. Vielleicht gut in der Abschnitt, ja. Jedenfalls, die von oben approachen ist immer schwierig. Und genau das will Fox eigentlich machen mit der Nähe. Oh, und da war ein guter alter Berliner SD. Ja, aber es steht sogar schon, dass Schober ein Game gewonnen hat, warum auch immer. Ist jetzt aber Game 2 erst, oder? Es ist Game 2. Okay. Ja. Glaube ich, ja, das ist das letzte Matchup vor Top 8, danach sind alle Top 8. Können wir vielleicht das Bracket durchsagen, in Winners sind gerade Moodle vs. Kiste und Well gegen Slipknot und Losers dann Brexit, Natico und Tikao gegen den Gewinner von den beiden jetzt. Das heißt, eigentlich kann ich schon so ein bisschen halb scouten, weil ich sehr gegen wenig dann spiele. Weil ich jetzt beide schon kenne, ist jetzt nicht, das ist nichts Neues. Die Steve kenne ich natürlich nicht. Steve, der war ja so ein geheimer Pick. Mittlerweile ist es nicht mehr so geheim. Und doch einfach so. Gerade so noch. Die Berger, die trifft zwischen den Jabs. Diese Heftels. Wir sind Nisho scheint sehr, sehr viel besser, dieses Match da zu kommen. Das letzte Game hat mit einem SD geendet. Du tust doch. Das Game sieht schon viel besser aus. Er kann auch gegen das Feuer bekommen. Das heißt auch Firefox wäre schlecht, wenn er vom Feuer gekippt wird. Aber jetzt offstage. Er sollte hochkommen, ja. Die Mama ist vorbei. Langsam muss Strobo mal gucken, dass er einen Kill bekommt, weil Fox mit Rage, den mag man nicht so.
Ich weiß nicht, wie schwer genau Steve ist, aber im Arrow ist es auf jeden Fall nicht. Ja, müsste es einfach sein. Also jetzt so eine Nerd-Up sein, müsste er auf jeden Fall gehen. Der braucht auch nicht mehr so lange ab, ja. Fox ist jetzt kein Charakter, der Probleme mit dem hat. Ich hab nur seine Plan. Zumindest ist Redfield. Ist immer noch Fox, aber zumindest ein nicht wütender Fox. Oder Redfield Upsmash. So, jetzt ein ganzer Stock-Vorteil. Aber Strobo mit dem Diamantschwert. Bringt aber natürlich nicht so viel in Düsseldorf. Muss erstmal Nitro gewinnen. Und Fox ist ein Charakter, der nicht will, dass du Nitro gewinnst. Er ist einfach immer in deinem Gesicht, der drückt Knöpfe. Was erwartest du? Oh ja, ich komme durch den Dingsfeuer. Und auch so lange im letzten Zock sieht das nicht so gut aus. Also ich weiß nicht, was zwischen dem ersten und zweiten Game passiert ist, aber auf jeden Fall kommt nicht schon sehr, sehr viel besser dran. Ist jetzt schon wieder ein Kill-Percent und nicht schon nicht mehr ein Kill-Percent von einem zweiten Zock. Aber wobei, gegen Minecraft sieht man vielleicht doch schon alle sterben. Also, offstage die ganze Zeit hat, diesmal ich. Strobo hat jetzt noch einen. Was ist da gerade passiert? Irgendwas ist Minecraft stecken geblieben. 1-0 für Strobo. Oh, das sieht sehr gerade nach einem Comeback aus. Oh, das Feuer geht durch. Das Feuer geht durch und jetzt. Und er kommt nicht hoch, nein, das ist das Comeback für Strobo. Mit dem. Ich würde es nicht als den nennen. Das Haus wurde gebaut. Ja. Ich würde es kein SD nennen, wenn man so recovern muss, dass man anderen ausweicht und dann nicht recovern kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön, nicht recovern zu können bei 60. Auf jeden Fall ein gutes Comeback. Das wird Strobo wahrscheinlich sehr.